Hallo meine Freunde, willkommen hier zu einem schwarzen Bildschirm, der jetzt gleich mit einer Schrift gefüllt wird. Nein, erst mit dem Ladezeichen ohne Schrift, denn es ist hier die Herausforderung, die wir gestern angesprochen haben. Und dafür müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen rumboxen und ein paar Leute vermöbeln, aber das könnten wir ja, das haben wir schon oft genug bewiesen. Nur heute klassisches Boxen ohne Tritte, ohne Spucken, ohne Beißen. Wir lassen nur die Fäuste sprechen. Boom, 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 boom. His left eye looks swollen. A fight. Fuck. Oh, very amusing. Give it to him. Come on. Couldn't you just be friends? Komm, schlag zu. Boom, jetzt kriegt er aufs Maul hier. Und jetzt fang dir eine Kombo ein. Boom. 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 Fuck, jetzt hätten wir fast noch in der ersten Runde umgehauen. Komm. 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 Oh, fuck. I still think Hopkins will lose. I could do so much better, you know? Please. You look pathetic. Bitch. That's the best you can do. Es wird wahrscheinlich nicht bei einem bleiben. Natürlich nicht, aber die Hose ist geil. Oh, so ein geleckter Lackaffe da. Oh, Justin. Justin fängt sich hier direkt mal die erste Kombination von Anthony. Nein, nicht von Anthony Hopkins. Von Jimmy Hopkins. Hier direkt mal noch eine linke und eine rechte. Und dann gibt es den Tiefschlag davon. Justin. Und jetzt aber Justin im Angriff. Der schlägt ins Leere. Und Jimmy, aber er wird, kriegt direkt mal eine Faust. Und Jimmy blockt hier ein paar Schläge. Und dann setzt er die Aktion an. Und noch einen Konter. Und dann wieder Justin und der blockt jetzt momentan alle Schläge von Jimmy Hopkins. Justin im Angriff mit einer Kombination, die komplett geblockt wird. Und dann wieder Jimmy im Angriff. Justin kriegt hier einen nach dem anderen in die Fresse. Und dann aber die Zeit abgelaufen. Die Jungs trennen sich. Justin sieht sehr, sehr schlecht aus. Jimmy noch relativ gute Verfassung. Kann der Kampf jetzt in Runde 2 beendet werden? Justin hier mit einem guten Schlag, aber Jimmy holt hier direkt mal eine Mehrfach-Kombo raus und noch eine hinterher und dann muss es das eigentlich gewesen sein für Justin, aber er wehrt sich nochmal und kriegt hier jetzt direkt mal die Faust und will jetzt niedergeschlagen werden. Boom, er wehrt sich nicht mehr und geht K.O., meine Damen und Herren, das war ein unfassbares Spektakel. Jimmy Hopkins gewinnt in Runde 2. Oh Mann. Der nächste Kampf steht an. Der Lackaffe ist weg. Der nächste Lackaffe kann kommen. Parker gegen Jimmy. Jimmy ist fokussiert. Parker kann die ersten Schläge landen. Er kommt hier direkt mal raus und dann kommt Jimmy mit einer Kombination, aber die wird komplett blockiert. Parker jetzt. Parker boxt ins Leere. Jimmy kriegt aber den Boxsack dann ins Gesicht. Und jetzt wieder Jimmy. Aber Parker blockiert hier alles. Was ist denn mit diesem Typ los? Und dann wieder ein paar Schläge. Jimmy blockiert sie alle. Und dann kann die Kombination von Jimmy durchkommen. Gegen Parker. Parker kann sich nicht wehren. Doppelte Kombination von Jimmy. Und noch eine hinterher. Meine Damen und Herren, was ist denn hier los? Und dann hier kriegt er die Fäuste noch hoch und setzt Jimmy einen Schlag ein. Die Runde 1 ist schon fast vorbei. Jetzt kommt hier nochmal der Schlag von Parker. Und Jimmy setzt hier zum Combo an. Links, rechts, Uppercut. Was ist denn hier los? Und die Runde 1 ist vorbei. Leute, was geht denn hier ab? Runde 2 startet Parker gegen Jimmy Hopkins. Was ist hier nur los? Wer kann den ersten Schlag landen? Jimmy Hopkins erstmal ins Leere. Dann kommt diese Kombination hier. Die wird komplett abgeblockt. Parker wehrt sich mit einem doppelten Punch und einem Uppercut. Und dann kommt Jimmy und dann der Ausweichschlag. Aber Parker trifft und nochmal eine starke Faust hier. Parker blockiert gerade alles. Was ist nur los mit Parker? Dann wieder ein paar Blocks und dann der Ausweichmove. Und die Schläge, die landen jetzt hier im Gesicht von Jimmy Hopkins. Wieder hier eine gute Kombination. Und dann kommt der gefürchtete Kombinationsangriff von Jimmy Hopkins durch. Der schlägt hier ziemlich fest zu. Und das war hier ein Aufprall zweier Giganten. Und dann kommt die Kombination durch. Jetzt kann Jimmy Parker in den Boden rammen. Und die Runde ist wieder vorbei.
bevor sie erstmal richtig angefangen hat, meine Damen und Herren. Jimmy Hopkins hat ziemlich viel Leben. Parker könnte in dieser Runde runtergehen. Er wird höchstwahrscheinlich niedergeschlagen werden. Hier ist er, ein starker Schlag. Und Jimmy kassiert auf. Das ist jetzt hier ein offener Schlagabtausch. Jimmy Hopkins scheißt auf jegliche Verteidigung, will Parker einfach nur noch die Fresse polieren. Was ist mit Parker los? Der wehrt sich nicht mehr. Der haut nur noch aufs Maul. Der kriegt nur noch die Fäuste in die Fresse. Aber er blockiert erstmal. 20 Sekunden haben wir noch in dieser Runde. Aber jetzt hier Jimmy Hopkins mit der Kombination. Sie kommt durch. Meine Damen und Herren, sie kommt durch. Und dann wieder die Blocke. Das Geblocke. Jetzt muss er niedergeschlagen werden. Jetzt ist die Zeit für Parker gekommen. 5 Sekunden haben wir noch. Kriegen wir ihn noch zu Boden? Kriegen wir ihn noch zu Boden? Kriegen wir Parker noch zu Boden? Er geht. Er geht. Er geht zu Boden, meine Damen und Herren. In letzter Sekunde der dritten Runde geht Parker zu Boden und Jimmy Hopkins gewinnt auch diesen Schlagabtausch. There we go. All right, I won. Give me my prize. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Der Strand-Clubhaus, das haben wir jetzt dafür gekriegt. Als Belohnung. Ui. So schlecht sieht's gar nicht aus. Und dass wir ein bisschen boxen. Ah, das ist ein spannender Fight. Das hat mich einiges an Ausdauer, an Sprache. Nice work, Jimmy. Und an Nerven gekostet. Jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Toll. Weil es hier zu lang gedauert hat. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mit dem nächsten Bus nach Hause. Probieren es dann morgen nochmal in der Stadt. Na toll. So. So. Natürlich nachts um 10 oder so fährt noch ein Schulbus zur Schule. Ist natürlich klar. Sicher. So, dann mal ab. In unser Zimmer. Und ins Bett. Und dann schauen wir, was morgen. Du bist mit dem Zwerg nicht ins Bett. Schläfst du auf der Stelle ein? Alles klar. Sorry, wir sind ja schon da. Alles klar, also man kann im Prinzip bei dem Spiel nicht Nächte durchzocken. Also durchmachen halt. Sonst stirbt man einfach. Wird gezwungen, ins Bett zu gehen. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn der Typ erst 15 ist oder sowas. Ist klar, dass er dann hier nicht direkt Nächte durchmacht. Und wir haben hier zwei Missionen. Die sind beide in der Stadt. Gut. Dann mal auf in die Stadt. Fahrrad hier? Nein. Aber da kommt eins. Hallo. Dankeschön. Jetzt gehen wir hier gerade rüber. Scheiß auf die Fußgänger. Wir hauen sie alle um. Jetzt sind wir wieder hier. Wo wir eben waren. Im Box-Gym oder so. Und haben da heute verprügelt. Jetzt müssen wir hier eine Mission machen. Jungs, ich bin der gefürchtete Box-Champion hier. Also habt ein bisschen Respekt. Ich habe euch alle umgeboxt. Also seid mal ein bisschen lieb. Hä? Wir müssen noch dahin. Ja, die Mission ist doch da. Geh mal weg. Ach, okay, wir können hier auch. Servus. Would you please dress appropriately? Was heißt das denn bitte? Du kannst den Aquapulli in der Boutique in Old Bullworth in Vale kaufen. Okay, dann halt nicht. Leckt mich. Arschlöcher. Oberflächliche, ignorante, blöde Penner. Aqua. Was wie auch immer.
So. Hier waren wir auch schon. Aquaberry heißt es. Okay. Das ist, glaube ich, dann so der edle Schuppen für Klamotten. Wir kommen hier rein. Ja, ja. Wie ein Obdachloser sehen wir aus. Outfit. Aquaberry Polunder. Oder der Pulli. Oder der Polunder. Ich glaube, der Pulli sieht cooler aus. Wir bleiben beim Pulli. 50-50 haben wir noch. And thanks for shopping at Aquaberry. Just what I was looking for. Gerne doch. Hier gibt's nur das Beste vom Besten. Ja, ja. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt sehen wir ja schick aus. Also wenn sie uns jetzt nicht nehmen, dann weiß ich ja auch nicht, was wir noch machen sollen. Premium Boxing Gym. Okay. Alles klar. So, jetzt aber. Die Eier. Das heißt, die Mission. Das werden wir jetzt tun. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice Aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen. Me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Nichts leichter als das. Kaufe Eier. Ich hab doch schon zwei. So, die Fahrt hat sich auch gelohnt hier. Zum Yum Yum Market. In der Yum Yum Street. Welcome to my store. Nein, nein, okay, Taschengeld. Kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Thank you for shopping at Yum Yum. So, jetzt haben wir ordentlich eingekauft für die Bitches und natürlich auch für den Herrn Hattrick. Wo ist mein Fahrrad? Da ist mein Fahrrad. Bring die Eier zu Ted's Haus. Okay, dann mal los. Auf geht's zu Ted's Haus. Sorry. Gewalt an den Wachsen. Oh nein. Oh fuck. Scheiße. Oh mein Gott. Bin ich überhaupt richtig? Hilfe. Muss erst mal gucken, wo ich lang muss. So. Okay, ich bin total falsch. Wir müssen zurück. Alter! 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 Hilfe! Der eine fällt mir da mit dem Motorrad hinterher nicht einfach knallhart mit dem Skateboard. So, und dann hier rüber. Mit dem Skateboard hier hochfahren ist auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Bin ich richtig? Ich bin wieder nicht richtig. Mann, wo wohnt denn dieser dumme Schnösel?
Jetzt gehe ich dann rechts lang. Einmal um das ganze Ding rum. Naja, was soll's. So, dann fahren wir den Buckel runter. Hui! Ah, da sind wir. Na, Freunde? Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this, Papa. Dein Ernst? Inbred, am I? You're going back to the poorhouse. Stirb, du dummes Stück Scheiße. Ich hau lieber ab. Aber das nehmen wir nämlich noch mit. Hier kommen wir nirgends raus. Hör auf mich zu bewerfen. Da kommen wir auch nicht raus. Boom, jetzt haben wir ihn. So, weg hier. Eier freigeschaltet. Wow. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Na du Opfer. Oh, jetzt wollte ich fast noch überfahren. Jetzt stirb. You moron. Ach komm, geh weg, du bist mir zu doof. Und tschüss. Hui. Eine Abkürzung. Oh. Das war nicht so cool. So. Hui. Oh, fuck. Oh, what the... So. Aber ich bin dann mal weg und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.